Hallo und willkommen zurück. Dieses Mal wollen wir uns ansehen, was passiert, wenn wir Ladungsträger, eine Kraft auf Ladungsträger aufbringen. Ja? Was kann da passieren? Das ist unser Ziel. Ich werde meine Erklärungen wieder mit einer kleinen Skizze unterstützen. Ja? Dieses Mal, dass es nicht so fad ist, mache ich das einmal da quer. Ja? Also, nicht mehr hochkant, sondern stellen wir uns vor, das ist jetzt irgendein Material, ja, irgendwas, noch nicht näher definiert. Da haben wir einen kleinen Ausschnitt aus diesem Material. Ob es rund ist oder nicht, wissen wir auch nicht. Es ist uns nämlich egal, es ist hauptsächlich ein Material. Dann habe ich da, behaupte mal, habe ich eine Potentialfläche mit dem Potential Phi 1. Dann habe ich da eine Potentialfläche mit dem Potential Phi 2. Ja. Also, oder so, sagen wir Phi 0. Ja. Da habe ich ein Potenzial, da habe ich ein Potenzial, so und so viel Volt, da habe ich so und so viel Volt. Dazwischen habe ich also eine Spannung. Zack, da um. Von dem Potenzial zu dem Potenzial habe ich hier die Spannung U. Okay. Die Potentialdifferenz. Ja. Phi 1 minus Phi 0. Dann habe ich hier drinnen natürlich habe ich mein elektrisches Feld entsprechend. Es ist ja schon so, dass das elektrische Feld ist ja praktisch die Verspannung verschmiert. Ich kann mir ja vorstellen, dass hier lauter Potentialflächen drinnen sind, immer 90 Grad zum elektrischen Feld. Ja, zu den Feldlinien. Ja. Das heißt, mein elektrisches Feld, oder eigentlich ist es so, ja, die Spannung U, ja, ist, das ist jetzt mein elektrisches Feld darin, E, ja, E mal den Abstand S. Ja, da ist der Abstand S. Ja. Das haben wir ja das letzte Mal gehört. Ja. S. Mal S. Ja. Schauen wir uns die Einheiten an. U, haben wir gesagt, hat die Einheit Volt. Ja. S hat natürlich die Einheit Meter. Also was hat E? E hat also die Einheit Volt pro Meter. Also man kann sich praktisch vorstellen, das ist die Spannung verteilt auf den Weg, ja, überall. Und wenn es ein einheitliches Material ist, dann verteilt sich das auch gleichmäßig auf den Weg. Okay. So, jetzt habe ich da drin irgendwo ein Q, ja, einen Ladungsträger, Q, auf dem wirkt natürlich eine Kraft in meinem elektrischen Feld. Also ich habe eine Spannung, die teilt sich auf, macht das elektrische Feld, ja, und habe somit eine Kraft auf meinen Ladungsträger F wirken. Nutzt das irgendwas? Was macht eine Masse, wenn eine Kraft auf sie wirkt? Ja, es wirkt die Gewichtskraft auf, wenn ich es loslasse, fällt sie. Sie beschleunigt. Okay, eine Masse beschleunigt, F ist M mal A, ja, beschleunigt. Das machen die Ladungsträger ganz genauso. Ja. Wenn eine Kraft auf irgendetwas wirkt, dann will sie das bewegen. Ganz natürlich. Ja. Warum beschleunigt mein Stift jetzt nicht mehr? Ja. Ich meine, die Kraft ist ja da. Ja. Aber er kann nicht, weil er sie nicht bewegen kann. Weil er auf der Tischplatte liegt und die verhindert eine weitere Bewegung. Genauso geht es unseren Ladungsträgern. Wenn die da drinnen in diesem Material nur lose drin sind, irgendwie, ja, und es wirkt eine Kraft auf die, na dann fangen sie sich an zu bewegen. Ja. Dann marschieren sie mit der Kraft in eine Richtung. Ja. Sind die aber fest da drinnen verankert, dann kann eine Kraft wirken, weil man da kann ich draufdrücken auf den Stift sogar. Da, ja? Da kann ich draufdrücken, er wird sich nicht mehr bewegen.
Und wenn die Ladungsträger da drinnen fest verankert sind, dann bewegen sie sich alle. Na, dann wirkt halt eine Kraft drauf. Ja? Das heißt, positive Ladungsträger, wie der hier, ja, wenn er sich bewegen lässt, wird er sich auch anfangen zu bewegen und wird in diese Richtung hier sich bewegen. Okay. Negative Ladungsträger, minus Q, zeichnen die da rüber ein, ja. Auf die wirkt ja die Kraft dann auf die andere, in die andere Richtung. Ja. Und wenn sich der bewegen lässt, dann wird er sich in die Richtung bewegen. Okay. Jetzt haben wir also bewegte Ladungsträger. Ja. Und bewegte Ladungsträger heißen Strom. Sobald sich Ladungsträger bewegen, rinnt Strom. Okay. Was ist die Voraussetzung für Stromfluss? Ich meine, erstens, es muss eine Kraft auf die Ladungsträger wirken. Kraft muss da sein. Und zweitens, müssen sich bewegen lassen. Treffen diese beiden Voraussetzungen in einem Material zu, dann entsteht Stromfluss. Die Kraft erzeugen wir durch Spannung, die sich aufteilt auf das Material und ein E-Feld erzeugt. Und dass sie sich bewegen lassen, das ist eine Materialeigenschaft. Jetzt, was ist jetzt Strom? Wie messe ich das? Ich sitze mich da irgendwo her auf einer Referenzstelle. Sag ich mal, ja, dann nehme ich da, ich schaue mir hier einen gewissen Querschnitt A an. Ja. Und ich kann mir vorstellen, ich schaue mir alle Ladungsträger, alle positiven Ladungsträger, die in die Richtung durch meinen Querschnitt A wandern, zähle positiv, ja, sage, aha, so und so viel Coulomb wandern da durch, ja, so und so viel Coulomb wandern da durch und alle negativen Ladungsträger, die in die andere Richtung durchgingen, ist ja praktisch das Gleiche, ob jetzt der positiv in die Richtung geht oder negativ in die Richtung, dann habe ich da drüben genauso viele Ladungsänderungen wie da, zähle ich auch positiv. Ja? Das heißt, positive Ladungsträger in diese Richtung und negative Ladungsträger in diese Richtung zähle ich positiv. Soll es umgekehrt sein, sind es negativ. Ja? Und weil ich das alles zusammenzähle, ja, habe ich einen gewissen Ladungstransport durch meinen Querschnitt in einer gewissen Zeit. Und das ist Strom. Ja? Das ist also Strom. Strom. Formelzeichen ist I. Ja? Und das ist, wie viel Coulomb, welche Ladung, in welcher Zeiteinheit da durch meinen Querschnitt durchgeht. Okay? Wie viel Coulomb pro Sekunde, das ist die Einheit. Coulomb pro Sekunde und das wird auch genannt ein A, ein Ampere. Wieder ein Physiker, der sich verdient gemacht hat um die Elektrotechnik. Ampere, das ist die Einheit der Stromstärke und ein Ampere ist nichts anderes wie ein Coulomb pro Sekunde. Pfeifen da also ein Coulomb pro Sekunde durch meinen Querschnitt durch, rinnt 1 Ampere. Wie jetzt diese Materialien aufgebaut sind und wie es zu diesen Leitungsmechanismen kommt, das schauen wir uns in separaten Videos an. Wichtig für uns ist jetzt nur mal, dass diese Ladung gerichtet transportiert wird. Eine gerichtete Bewegung muss es sein. Weil es ist nämlich so, dass in den Materialien, in diesen Werkstoffen, ja, das ist nicht ruhig drin, das schaut nicht so ruhig aus wie da, wie der Tisch und so weiter, wie das ausschaut, da drin geht es voll zu, ja, da gibt es Wärmevibrationen, die springen durch die Gegend, das ist ein Wahnsinn, ja, wie ein Flow-Zirkus ist das, kann man sich das vorstellen da drinnen, das heißt auch meine Ladungsträger da drin, irgendwie, aber halt ein paar in die Richtung und ein paar in die Richtung und in Summe bewegt sich eigentlich nichts. Wenn sich dieses wilde Temperatur, Fuchterlei da drinnen, ja,
diese wilde Bewegung, Temperaturbewegung dann eine Drift überlagert, ja, weil eben eine äußere Kraft, ein äußeres E-Feld da ist, dann wird eine Drift überlagert, dann ist Stromfluss. Ja. Das heißt, in echt kann man nicht einfach da hersetzen und zählen, weil da geht es voll zu. Ne. Da sind Billionen Atome, Ladungsträger irgendwie und die machen alle, das ist unüberschaubar. Ja. Aber sollte sich eine Drift einstellen, dann ist das eben ein Stromfluss. Man kann sich einfach so vorstellen, dass da einzelne Ladungsträger durchpfeifen. Okay? Auch wenn es mit der Realität nicht hundertprozentig übereinstimmt. Aber stellen wir uns jetzt einfach so vor, dass meine Ladungsträger da schön durchpfeifen. Okay? Durchziehen. Ziehen. Das ist also Stromfluss. Das ist ein Ampere. So schaut das aus. Das nächste Mal, wie gesagt, schauen wir sich verschiedene Materialien an. Ich habe ja schon gesagt, müssen sich bewegen lassen. Bei manchen geht es leichter, bei manchen weniger leicht. Wie wir die klassifizieren können, werden wir sich das nächste Mal anschauen in den nächsten Videos. Für dieses Mal, sage ich mal, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.